Moin, ihr Betting Ladies, und herzlich willkommen zurück bei Ghost in the Shell Standalone Complex Online irgendwas. Ja, eigentlich wollte ich euch ja jetzt hier den Phantom-Modus zeigen, aber es sind zu wenig Spieler online. Es gibt ein 3 gegen 3 Limit und das ist irgendwie ein bisschen behindert. Ja. Deswegen zeige ich euch halt hier jetzt nochmal ein Team Deathmatch gegen ein paar wildfremde Menschen aus dem Internet. Viel Spaß dabei! So, den hätten wir schon mal. Aber wo der herkommt, gibt es sicher noch ganz viele mehr. Bam! So, gucken wir mal, nicht, dass wir hier hinten. Genau das nämlich, dass genau das nicht passiert. Ah, fuck! Ich muss rennen, ich muss rennen. Na gut, haben wir ein paar Mal mitgenommen. Ich spiele übrigens gerade mit der M4, die ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich habe mir jetzt für die MP5 ein größeres Magazin mal geholt. Aber seitdem trifft die nicht mehr so präzise. Das heißt, das werde ich wieder demontieren. Die ganze Zeit hatte ich mich drauf gefreut. Dass da mal ein bisschen was passiert, ja, mit der Magazingröße, aber hat dann nichts gebracht. Aber ans Nachladen habe ich mich eh schon gewöhnt, deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Also es geht schon. Langsam wird es noch mit dem Spiel und mir. Auch wenn die Kopfschüsse hier ein bisschen willkürlich verteilt werden, kann das sein? Schreck das nach, ey. Diese Spawnpunkte sind auch ein bisschen arg willkürlich. Ich weiß, Willkür ist jetzt mein neues Lieblingswort. Hab ich bestimmt schon festgestellt. Aber trotzdem. Was willst du damit ändern, ne? Und dann waren die auch noch zu zweit. Die Wichser, ey. Dieses Scheißteil hier, ey. Kann das bitte mal sterben? Danke. Hinter der Tür steht er. Wunderbar. Ein Traum. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Wie mein Österreich sagt, geht, gell? Lukas Schmid. Jetzt haben wir mal getarnt. Aber hier ist eine ganz schöne Bottleneck, ey. Puff. Immerhin. Wir sind in Führung, knapp in Führung. Wir müssen jetzt dringend in Führung bleiben. Anders geht es jetzt nicht mehr. Wie viele kommen da noch um die Ecke, ey? Gibt's ja gar nicht! Endlich macht mal jemand das mit dieser Drohne hier. Das ist nämlich schon verdammt schlau. Mit einer der letzten Chancen, würde ich mal sagen, jetzt hier noch was draus zu machen aus diesem Spiel. Aber ich muss hier erst wieder einschießen. Fällt mir gerade auf. Ich hoffe, euch gefällt es aber trotzdem. Ist ja trotzdem ein cooles Spiel. Jetzt haben wir uns einmal unsichtbar gemacht. Nein! Und ich dachte mir noch so kurz, gucke ich jetzt rechts oder bleibe ich jetzt bei dem? Ich hätte rechts gucken sollen. Was soll's?